Ei, gute Wie, grüße euch, Hofe Bergmann 1-4 im LS22. So, wir haben noch ein bisschen Fisch hier. Der geht in den Verkauf. Und ja, es würde ein bisschen schneller gehen, wenn ich nicht jedes Mal die Kisten erstmal fallen lassen würde. Aber ja, das wäre ja langweilig. Ohne fallen lassen, das kann ja jeder. Bäh. Manchmal muss ich mich halt auch mal ein bisschen deppern stellen. Auch wenn ich das gerne hätte, aber nee, auch bei mir läuft das nicht immer alles glatt. Nicht immer, aber immer öfter. So. Da, 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 links eins, rechts eins fallen lassen. So, gut. Das haben wir weg. Dann können wir das Ganze hier einmal abstellen. Oh, das kommt hart rum. Das war ein bisschen weit eingelenkt. Eine Korrektur ist erlaubt. Oh, brauchen wir eine zweite Korrektur? Da haben wir da hinten den Poller getroffen. Nein. Ist ja noch früh morgens. Wir sind direkt zum See, wir hatten noch keinen Kaffee. So. Jetzt wissen wir, woran es gelegen hat. Der Kaffee hat gefehlt. Gut, dann hier einmal weitermachen. Ich denke mal, gießen werden wir hier nicht müssen. Ne, 196 Liter Wasser. Es hatte nämlich über Nacht geregnet. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir da nichts machen müssen. Aber der Salat kann weg. Da müssen wir auch mal noch gucken. Kommt dann eh in den Verkauf, muss nicht so ordentlich sein. Wir müssen mal gucken bei den Kaninchen, wie es Futter aussieht. Ob wir da auch noch mal was reinpacken müssen. Kaninchen, wo sind sie denn da? Ah, da könnte generell schon wieder ein bisschen was rein. Haben wir doch mal. Machen wir doch mal die zwei Salat hier. So, Stroh ist auch wieder voll. Gut, dann kann da voll, kann dazu. Ja, ist nicht ganz voll, aber ich würde sagen, das passt fürs Erste erstmal wieder. Äpfel könnten wir auch, oder wenn wir irgendwann mal auf dem Acker Karotten machen, die könnten wir auch da reinwerfen. Da müssen wir mal gucken. So, die Katzen haben Hunger, die kriegen. Ich habe mir da übrigens auch schon wieder ein bisschen Nachschub geholt. Hier, das stehen noch zwei Paletten. Ah, hier habe ich auch noch Dings stehen. Bisschen Heu, aber ja. Heu hatten sie ja noch. Es müsste erstmal von dem anderen Graben rein. Das denke ich aber mal, das passt dann so. So, den können wir schon mal hier vorfahren. So, lalalala. Ich hoffe, ich dort ein bisschen näher da hinten ans Tor zu fahren. Denn ich wäre ja. Ah, ich glaube, ich lasse das so stehen. Ich wäre ja der Überlegung immer noch ganz nah, die Eier direkt da mit drauf zu stellen. So passt.
Ein paar Küken haben wir noch rumlaufen, aber so langsam aber sicher werden unsere Hühner doch alle älter. Heißt natürlich auch, wir kriegen mehr Eier. Eier, wir brauchen Eier. Also auch, das ist so festgebrannt, das wird man nicht mehr los hier. Kahn. So, jetzt ist nur das Ding. Ja, wir fahren. Nee, wir laden das doch nicht dann auf den Wagen da drauf. Das wäre jetzt Blödsinn. Wir fahren hier hin, nehmen die alle wieder in die Hand und mit dem Kahn fahren wir ja auch nicht in den Laden rein, sondern nur davor und nehmen dann nochmal auf alles in die Hand. Nee. Wir fahren das hier direkt rüber. Dann passt das doch, dann passt das doch. Ja, dann hatte ich ja überlegt, ob wir vielleicht ein paar Schweine mal wegbringen sollen. Da ist halt auch noch die Frage, wo bringen wir die hin? Es gibt ja einmal hier im Ort, es gibt hier den Metzger und es gibt hier oben, da gibt es den Schlachthof. Und beim Metzger ist es, meine ich so, wir kriegen dort nur Fleisch. Beim Schlachthof je nach Tierart, nicht alle Tiere. Ich glaube, bei Schweine kriegen wir nichts. Aber bei manchen Tieren kriegen wir dort ja dann auch, die Häute, die wir später, wenn wir irgendwann mal die Gerberei besitzen, natürlich dann auch zu Leder verarbeiten können. Das würde sich natürlich lohnen. Aber ich glaube, bei einem waren die Produktionskosten teurer. Da wir jetzt am Anfang noch keine Häute brauchen, müssen wir halt mal gucken, wo sich das am ehesten dann lohnt. Ballen, der ist weg. Aus den nächsten Ballen. Habe ich mir ja so einen kleinen Vorrat hier gemacht. So. Dann füttern, misten und dann sind die Hühner schon durch. Die Kaninchen haben wir ja quasi auch schon durch. Es sei denn, wir würden dort auch schon welche schlachten wollen. Dann müssten wir natürlich noch welche rausholen. Lass uns das mal gerade gucken. Ich meine in Erinnerung zu haben, einer ist günstiger. Hier haben wir die Metzgerei. Also das ist im Ort. Nehmen wir jetzt mal Schweinefleisch. Kostet 48 im Monat. Wir machen aus einem Schwein 500 Fleisch. Und insgesamt 10 Schweine passen rein. So, wenn wir zum Schlachthof gehen, da passen deutlich mehr Schweine rein. Wir machen aus einem Schwein 500. Das wäre gleich. Wir verarbeiten die aber schneller. Wir haben nämlich 120 Zyklen statt 24. Und wir haben keine Produktionskosten. Also muss man doch sagen, lohnt sich der weitere Weg zum Schlachthof. Und wir bringen die dorthin, weil A, unser Fleisch ist schneller fertig und B, es kostet uns weniger. Dann hier bei Rinder, da bekommen wir Haut. Bei Pferde bekommen wir Haut. Bei Geflügel nicht, nee. Bei Schafe auch nicht.
Bei Kaninchen auch nicht. Also hier Rinder und Pferde. Und in der nächsten Version, in der 1.5, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, meine ich, hätte Andy in seinem Video zu den Rehen gesagt, dass die Rehe auch heute dann leben. Warum die Schweine keine Häute geben, weil es so viele Sachen ja doch auch aus Schweineleder sind, das weiß ich jetzt nicht, aber naja. Vielleicht hat sich Andi gesagt, nee, das geht dann zu schnell, da hat man zu schnell zu viele Häute. Irgendwas hat er sich bestimmt dabei gedacht. So. Mal gucken, hier fliegt der Fliege rum, die gefällt mir nicht. Die lenkt mich ab. Und bevor die Katze gleich kommt und die fangen will und hier alles abreißt, fange ich die Fliege doch dann lieber selber. So. Da. Ja, sag mal, wie viel Hunger haben die denn? Geht denn jetzt hier noch rein? Na, 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 Nahrung. Ah, 5 Liter. Ja. Auf die 5 Liter werden sie verzichten können. Da. So, Schubkarre weg. Eigentlich das Tor zumachen. Wir müssen dafür das hier nochmal aufmachen. So. Einmal nisten. Und hier würde ich jetzt diesmal auch sagen, hier sammeln wir dann, bis der Kompost dann wirklich kurz vor Überlauf ist. Und dann erst können wir dort entsorgen. Dann lohnt sich das auch, dann kriegen wir da auch definitiv ein bisschen was raus. Je nachdem, mit welchem Anhänger wir da ranfahren. Ich glaube, es ist ja 10.000 Kompost passen hier rein. Also wenn dann sagen wir mal 9.500 übrig sind und wir fahren mit dem kleinen Anhänger hier an, da passen 8.000 rein, dann wäre das Ding schon wieder fast leer. Also so in der Richtung ist doch ein ganz guter Rhythmus und dann haben wir auch immer einen ganzen Anhänger voll. So. Da. Gut. Ich sehe jetzt keinen Mist mehr. Ah, 520 zeigt er noch an, aber es passt ja auch viel in den Stall rein. Also es ist auf jeden Fall nicht knapp. Ich würde sagen, das passt dann. Wir fahren jetzt nicht mit der Schubkarre nochmal hier rein und am Ende, man bekommt ja auch nicht immer alles. Am Ende ist es so, dass ein Teil, dass wir mit der Schubkarre leer wieder rausfahren, weil wir eh nichts mehr greifen konnten. Den lassen wir das lieber so. So. Was wir natürlich mit dem Kompost, der hier fertig ist, dann auch zwischendrin immer wieder machen können, ist, dass wir dann natürlich, wenn hier im Beet Bedarf ist. Ich meine, wir sehen ja, 10 Liter würden gerade mal jetzt im Moment reinpassen. Aber dann können wir da natürlich auch einfach schön wieder auffüllen. So. Jetzt überlege ich nur gerade, für was habe ich eigentlich an der anderen Stelle noch mal einen extra Anhänger. Ich könnte ja mit dem hier jetzt dann auch einfach dorthin durchfahren und den dort befüllen. Also möglicherweise habe ich einen Anhänger eigentlich zu viel. Aber die Dinger kosten auch nicht viel. Also das alles kein Problem. So, fahren wir nämlich jetzt zur Molkerei. Laden eben schnell Käse und Butter auf.
Schweinchen versorgen, Kühe versorgen. Und dann geht es ran an die Kartoffeln. So, diesmal nur drei Butter. Jetzt machen wir also keine 1000 Kilo oder 1000 Liter, was ja maximal auch nur in den Hofladen reinpasst. 750. Ich weiß auch nicht. Ich hatte zwischendrin mal im Kühlhaus gelagert, ob ich da noch drin habe oder ob die schon wieder weg ist. Ist jetzt eine gute Frage. Wollte schon sagen, geht das gut, aber nee, geht es nicht. Einen und dann kommt der Ziegenkäse noch vorne dran. Gucken, ob wir wieder genug Milch haben für nächsten Monat auch wieder Ziegenkäse herzustellen. Oder ob wir da dann erstmal im Moment nur alle 2 Monate das machen. Erstmal wieder zumachen. So, da fahren wir mal außen rum, da fahren wir nicht durch den Stall durch. So, also einmal 300 Kilo und einmal 600, oder einmal 300 Kilo Käse und einmal 600 Liter. 750 Butter. Was auch interessant ist, dass hier die Kilowatt auch noch mal angezeigt werden. Dabei habe ich doch eigentlich rechts die Kraftstoffanzeige. Aber naja, es ist halt so. So. Aha. Und der ist dann hier. Ja, geil. Das erste Mal, dass wir jetzt Ziegenkäse im Hofladen haben. Käse fällt schon. Oh, Butter auch. Weil wir da ordentlich Geld kriegen. Wir hatten sogar kurz vor Mitternacht, hatten wir die 100.000 geknackt. Allerdings, ja, Kredittilgung und so weiter hat dann natürlich wieder den Betrag ein bisschen runtergerissen. Gut, aber das haben wir auch drin. Sehr schön. Dann kommt er eben wieder weg. Ich würde sagen, wir versorgen erstmal alles hier mit Futter und so weiter und so fort. Und ob wir dann heute Tiere zum Schlachter bringen oder nicht, das gucken wir dann, nachdem alles versorgt ist. Nee, nee, nee. Ich fahre mit der Palettengabel Honig holen. Ich habe mir gerade überlegt, ich könnte ja auch hier mit nach hinten fahren. Aber ja, den Honig dann hier draufstellen, sieht wieder komisch aus. Ich finde das ja beim Fisch schon immer etwas schwierig mit dem geräucherten Fisch hier rüber. Nee, den Honig, den holen wir dann so ab. Gut.
Aber ja, ich würde sagen, für heute war es das erstmal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal alles Gute und ciao, ciao.